Hallöchen und herzlich willkommen hier zum Tarot zur Wochenmitte. Ja, ich möchte gern mal schauen, wie sich hier zur Wochenmitte die Energien gestalten. Du siehst, ich habe die gleichen Karten wie bei der Wochenenergie und ich möchte aber hier ein bisschen anders verfahren. Die Idee ist, eine Orakelkarte zu ziehen und dann mit dem Tarot mal zu schauen, ja, wie sich die Energien verteilen. Du weißt, wir sind noch in den Portaltagen bis zum Samstag und da ist dann auch direkt der Vollmond. Ja, eine kraftvolle Energie. Ich sage es immer, immer wieder. Und es geht auch an dieser Stelle wieder um dich, um deine Transformation, um dein Inneres bei dir ankommen, um die Klarheit und Wahrheit in dir, so dass du vielleicht sogar auch diesen Weckruf, der da in dieser Woche für dich erklingen mag, auch schon entweder gehört hast. Vielleicht bist du schon direkt in der Transformation und ja, lass uns einfach mal schauen. Ja, gedacht war eine Karte und hier springen direkt zwei Karten raus. Und ich lasse die auch mal gerade so liegen. Ja, der Ozean, Ebbe und Flut. Und ich erinnere mich noch, wir hatten ja in der Wochenlegung oben die vier Kelche und die drei Schwerter. Also dieses Emotionale und das Mentale. Und beides, du wirst es für dich merken, ja, es fließt, es ist wie Ebbe und Flut. Mal sind die Emotionen stärker, dann die Gedanken und wenn du bereit bist, da loszulassen, dein Herz zu öffnen, dann spürst du womöglich auch, wie diese Gedanken und Gefühle von alleine fließen. Also wirklich da mal in den Beobachter zu gehen und gerade auch mal die Gedanken zu beobachten und was die Gedanken dann direkt wieder für Gefühle hervorrufen oder auch umgekehrt, wenn die Gedanken plötzlich hochschwappen und dein System da direkt eine Geschichte dazu parat hat. Allein das zu beobachten ist schon beinahe so entspannend wie am Meer zu sitzen und die Wellen zu beobachten. Ich glaube, es geht ganz stark darum, in dieser Wochenmitte mal mehr zum Beobachter zu werden. Wir schauen mal, was jetzt hier liegt. Ja, und darauf gehen wir ja auch direkt zu, ne? Die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und hier geht es ums Loslassen. Die Anhaftungen loslassen, kommt mir jetzt gerade auch hier. Du kannst die Wellen nicht festhalten. Das funktioniert nicht. Also, dir wird das Wasser durch die Finger rinnen. Wieso denn nicht direkt mal loslassen? Sehr, sehr spannende Energien. Und wir schauen mal mit dem Tarot. Ja, und wenn du im Wald bist, gerade jetzt so, wenn der Herbst beginnt, aber viele Bäume haben das ja jetzt schon gezeigt, sie haben ihre Blätter abgeworfen, einfach weil es zu trocken war und zu heiß. Aber der Herbst ist eben auch die Zeit, die uns am farbenprächtigsten, du siehst es auch auf der Karte, zeigt, wie Loslassen gehen kann, wie einfach es gehen kann. Ich sage immer wieder, der Baum, der hält seine Blätter nicht fest aus Angst, es würden nächstes Jahr keine neuen Blätter wachsen. Auch hier haben wir diesen Bezug zu den Zyklen hin. Ich muss kurz innehalten, es fühlt sich an, als müsste ich niesen. Und wir haben diese Wellen, die uns durch die Emotionen tragen, die uns durch unser Leben tragen, durch jedes Jahr, durch die Jahreszeiten hindurch. Die Königin der Kelche hier als erste Karte und die Königin der Kelche, ganz ehrlich, die ist verbunden mit diesen Zyklen, mit diesen
Wellen des Lebens, mit der Tiefe, mit den aufbrausenden Wellen, mit der ruhigen, sanften Tiefe innerlich, die auch ja manchmal ein bisschen furchterregend sein kann, all dieweil, je tiefer du in den Ozean hineintauchst, umso dunkler wird es. Aber dennoch ist die Königin der Kelche hier für dich da, also auch als Anteil in dir. Und das kann ein erwachsener Anteil sein, der für dein inneres Kind da ist. Es kann aber auch ein innerer Kindanteil sein, der für die traurige Erwachsene da ist und sagt, hey, lass uns doch mal am Strand spielen gehen. Oder lass uns doch mal durch Laubhaufen toben. Spannend. Spannende Bilder, die sich hier zeigen. Interessante Energien, wow, ja, ziemlich interessant, muss ich schon sagen. Die neun Schwerter, das ist das, was auch in der Wochenenergie ansatzweise da schon lag. Und ich erinnere mich, wir hatten auch die acht Schwerter an der Unterseite. Und hier die neun Schwerter, das sind all diese Albträume, all diese Gedanken, die da hochkommen, von denen du dich jetzt hier entfernst. Wir haben die neun Schwerter, diese Gedanken in dir, wir haben die acht Kelche. Das sind all diese Dinge, die dich augenscheinlich auch erfüllen, die dir, ich fühle auch gerade das Wort Nahrung geben. Die Frage ist eben, wie bewertest du das? Auf jeden Fall haben wir hier mit den acht Schwertern, nein, mit den acht Kelchen, wir haben neun Schwerter und acht Kelche, diesen Impuls, etwas Altes zu verlassen. Vielleicht auch diese Bewertungen in deinem Kopf zu verlassen. Und mit den neun Kelchen spürst du dann mit einem Mal, ja, da sind neun gefüllte Kelche in meinem System. Das sind neun Dinge, die ich gelernt habe, Emotionen, die ich jetzt, ja, wo ich gelassen sein kann. Ich nehme hier auf diesen neuen Kelchen auch ganz viel Gelassenheit wahr. Da, wo vielleicht vorher Unruhe war, wo vielleicht das Meer aufgewühlt war, wo vielleicht die Furcht war, wenn ich jetzt loslasse, wenn ich jetzt wirklich, wirklich loslasse, was kommt dann? Und das kann schon, ja, angsteinflößend sein, das kann schon dich nachts wach halten. Und ich möchte auch gern mal eine Klärungskarte hier zu den neun Schwertern, nein, eine, nicht den ganzen halben Stapel. So, eine Klärungskarte mal bitte hier zu den neun Schwertern. Erst kommen ganz viele, dann kommt wieder gar keine. Hast du das gesehen? Also echt jetzt, ne? Die Königin der Stäbe und hier nochmal die drei Schwerter. Das ist die Karte, die in der Wochenenergie auch mit oben lag, was im Unbewussten ist. Und du bist jetzt stark genug, loszulassen. Du bist stark genug, kraftvoll genug, aufzustehen, für dich einzustehen, aus diesen Gedankenschleifen wirklich bewusst herauszutreten. Und ich glaube, es geht in dieser oder zu dieser Wochenmitte hier und in dieser Woche nochmal ganz bewusst darum, aus diesen alten Mustern auszusteigen, ganz klare Entscheidungen zu treffen. Die Königin der Stäbe, die steht für sich auf. Und wenn du nachts nicht schlafen kannst, von Albträumen geplagt wirst, steh auf. Steh auf, tu etwas ganz anderes, keine Ahnung. Und wenn du eine Seite in einem Buch liest oder dich nochmal anziehst, einen kurzen Spaziergang machst, was auch immer, was dir gut tut, steh für dich auf. Geh aus diesen alten Mustern raus, lass
diese Muster los. Und wenn du jetzt sagst, ich kann aber nachts nicht aufstehen, ich muss morgens wieder zur Arbeit und da aufstehen und da auf der Matte stehen. Ja, auch ein Muster. Und auch da darfst du schauen, würde dir ein kurzer Spaziergang nicht mehr gut tun, als wenn du da jetzt eine Stunde wach liegst und in deinen Gedanken hier alle möglichen Thematiken durchkaust. Geh neue Wege. Das, was dir vielleicht bisher gedient hat oder was dich unterstützt hat, vielleicht verändert sich das gerade. Sei doch mal bereit, neue Wege zu gehen. Sei doch mal bereit, diese Chance anzunehmen. Das Ass der Münzen. Dein Selbstwert. Es geht um deinen Selbstwert. Es geht wirklich darum, neue Wege zu gehen. Und die Königin der Kelche an deiner Seite, gemeinsam mit der Königin der Stäbe. Ja, du hast hier Feuer, du hast hier Wasser. Wir haben hier das Wasser und der Herbst leuchtet wie Feuer, feuerrot. Und du bekommst auch, Liebes, direkt noch das Ass der Kelche dazu. Ja, spüre in dir nach, dein Selbstwert. Deine Selbstliebe. Bist du es dir nicht wert, diese alten Muster zu verlassen, da jetzt loszulassen? Für dich gegebenenfalls auch mal aufzustehen und zu sagen, okay, um dieses alte Muster zu durchbrechen, keine Ahnung, gehe ich jetzt 10 Minuten aufs Laufband, gehe ich mal einmal um das Häusereck drumherum, keine Ahnung, was dir gut tut. Vielleicht schaust du dir ein inspirierendes Video an. Vielleicht machst du eine kurze Meditation, wobei da eben auch die Gefahr besteht, sag ich ganz ehrlich, dass deine Gedanken da wieder rein switchen. Selbstwert und Selbstliebe. Und es gilt hinzuschauen, wo du dich selber beschummelst mit den 7 Schwertern, wo du dich selbst, dir Dinge schönredest, dich aus Entscheidungen rausredest, wo du dich davon stiehlst, da gilt es hinzuschauen. Und die 3 Kelche, die sagen, es ist an der Zeit, die Ernte einzufahren. Und soll ich dir mal was ganz Feines erzählen? Wir haben an der Unterseite auch noch das Ass der Stäbe. Ja, loslassen, um neuem Wachstum Raum zu geben. Das Ass der Stäbe, das ist der inspirierende Funke, der jetzt, ich erinnere mich auch, wir hatten das Rad des Schicksals, der jetzt deinem Leben neuen Schwung gibt, wo jetzt womöglich hier etwas in dir angestoßen wird, aufgeweckt wird, dass du wirklich ja mit dir besser in Einklang bist. Lass uns mal hier, guck mal, die Hohepriesterin. Die 10 Kelche, ja, es geht darum, bei dir anzukommen. Und wir haben auch hier den Turm. Altes wird aufgebrochen und da liegt das Rad des Schicksals. Ja, und die Welt, ein alter Zyklus kommt zum Abschluss. Schau dir das mal an, wie genial ist das denn? Du bist die Heldin in deinem Leben. Du entscheidest, wann ist es Zeit zum Loslassen? Wann ist es Zeit, mit den Wellen zu fließen? Wann ist es Zeit, eine ganz klare Entscheidung zu treffen, für dich aufzustehen, für dich da zu sein, dich nicht wieder davon zu schleichen, gerade wenn hier gegebenenfalls auch das innere Kind auf den Plan gerufen wird, Albträume, oder wenn du als Erwachsene traurig bist und das innere Kind dich aufheitern möchte. Wie oft hast du es beschwichtigt? Wie oft hast du gesagt, nö, habe ich jetzt keine Zeit für, mag ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht? Und kann ich nicht ist ganz, ganz oft, will ich nicht.
gebe ich ehrlich zu, ich habe auch oft Themen, wo ich sage, oh, das kann ich nicht, aber im Grunde genommen in mir drin weiß ich, ich will nicht. Also spür da für dich hin, spür diese innere Erfülltheit schon. Die ist ja schon da und du darfst auch hier mit diesen inneren Anteilen Frieden schließen. Du darfst für dich da sein und das ist ganz wichtig, dass du hier für dich da bist, dass du mit den Zyklen fließt und einfach mal dein Herz öffnest und loslässt. Dann kann nämlich auch das, was die Flut mitbringt, zu dir fließen. Denn da möchte das ein oder andere zu dir kommen. Schau dir diese ganzen Asse an. Das sind alles Chancen, die jetzt hier in dein Leben kommen möchten. Wenn du allerdings am Alten festhältst, hast du keinen Raum, um diese Chancen anzunehmen und willkommen zu heißen. Heißt im Umkehrschluss, es geht erstmal darum, loszulassen, um annehmen zu können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Mittwoch und fließe mit den Energien, nutze diese Chancen. Alles Liebe zu dir.